Hallo und guten Tag. Mein Name ist Philipp. Wir beschäftigen uns heute mit den Einheiten des Volumens und einigen Beispielen. Ihr solltet hierfür bereits etwas über das Volumen wissen und wie man dieses messen kann. Wie jede physikalische Größe braucht auch das Volumen eine wohldefinierte Einheit. Denn ohne die können wir unsere Volumen schlecht ausdrücken oder beschreiben. Festgelegt wird die Einheit des Volumens wieder über einen Würfel und dessen Kantenlänge. Ein Würfel ist dabei ein dreidimensionaler Körper. Das bedeutet, er hat eine Länge, eine Höhe und eine Breite. Da bei einem Würfel alle Kanten gleich lang sind, reicht es aber, eine anzugeben. Unser Würfel soll nun eine Kantenlänge von 1 Meter haben. Das bedeutet, dass er in alle drei Raumrichtungen bzw. Dimensionen 1 Meter lang ist. Man legt sein Volumen nun auf einen sogenannten Kubikmeter fest. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.